Liebe Kulinarikfreunde und Hobbyköche, ich darf euch ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe von Euregio Genuss begrüßen, heute direkt vom Eckenhof in Reit im Alpbachtal. Und vor dieser traumhaften Kulisse werden wir eine echte Tiroler Spezialität zubereiten. Die Seminarbäuerin und Kochbuchautorin Adelheid Gschüsser wird uns nämlich ihr Geheimrezept für Tiroler Kaspretknödel verraten. Ich würde sagen, lasst uns den Kochlöffel schwingen und liebe Adelheid, los geht's! Es freut mich ganz besonders, dass wir heute miteinander die Kaspretknödel kochen und da dazu die Zutaten. Jetzt fangen wir mit der Knödelmasse an. Karin, kannst du mir da vielleicht die erste Pfeffereien bitte, die wir später brauchen? Ich gebe jetzt da die geschnittenen Semmerl rein, die vom Vortag sind. Da dazu tue ich jetzt alle trockenen Zutaten. Das ist Mehl, das Salz und den Pfeffer und auch den Petersil und den Schnittler, den ich schon fein geschnitten habe. Gebt anschließend die Zwiebel dazu, welche ihr vorher kurz in Butter andünstet. Das gibt euren Pressknödeln einen besonders guten, nussigen Geschmack. Zum Schluss übergießt ihr die Masse mit der Milch, vermengt alles und lässt euren Knödelteig für 10 Minuten ruhen. Die Masse hat jetzt ganz gut durchgezogen und jetzt machen wir weiter. Und zwar tun wir rein die Creme Erdäpfel. Den Graukäs und den Bergkäs, den wir dazwischen jetzt gekrümmt haben, wie die Knödelmasse gekrost hat. Der Graukäs, das ist eine Spezialität in Tirol, der wird aus der Magermilch gemacht. Zum Schluss gebt noch die Eier hinzu. Anschließend vermengt nochmals alles gut und fertig ist unsere Knödelmasse. Mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen, unsere Knödelmasse schaut schon super aus. Liebe Adelheid, wie geht's jetzt weiter? Ja, wir machen jetzt so nette Knödel. Die funktioniert am besten, wenn ich die Hand ein bisschen feucht mache und dann die schön verschmiere. Verarbeitet eure gesamte Teigmasse nun Schritt für Schritt zu kleinen und gleichmäßigen Knödeln. So, jetzt kommen wir in unseren letzten Schritt und jetzt werden wir unsere Knödel auspressen. Ich muss sie davor schön platt drücken. Und dann lege ich sie in den heißen Butterschmalz ein. Achtet darauf, dass das Fett nicht zu heiß ist, damit eure Knödel nicht verbrennen. Die Pressknödel sollen schön knusprig und goldbraun gebraten werden. Die Pressknödel, die kann man ganz verschieden essen bei uns. Einmal macht man die in der Suppe, also in der Fleischsuppe oder mit einem Salat, manchmal mit einem Krautsalat. Wir machen heute mit einem Salat aus unserem Gast. Ich wünsche euch ganz viel Freude und Spaß beim Nachkochen und glaubt mir, es lohnt sich. Vielen, vielen Dank, liebe Adelheid. Wir schicken euch kulinarische und ganz liebe Grüße aus dem Alpbachtal und bis zum nächsten Mal mit Euregio Genuss.